Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ja, ich habe es hier in der Hand, den Schraubenkiller Nummer 1. Das ist ein Teil, das hat es wirklich in sich. Und was wir damit machen können, wie viel Kraft dahinter steckt, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es gibt drei Tools, die ihr benötigt, beziehungsweise zwei, um diesen Schlagschrauber hier zu betätigen, beziehungsweise in Betrieb zu nehmen. Die müsst ihr extra erwerben. Einmal den 20 Volt 8 Ampere Akku und einmal das Ladegerät. Theoretisch könnte man darüber auch ein Video machen, denn das Ladegerät hat es wirklich in sich. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und natürlich diesen Schlagschrauber. Und das Besondere darin, das ist Parkside Performance und ihr seht es schon an der Verpackung, das ganze Gerät ist schwarz. Das Ding hat ordentlich Wumms, sprich wir haben eine Löse-Drehmoment von 1898 Newton. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist Kraft pur und damit könnt ihr nicht nur einfach Winterreifen wechseln. Könnt ihr auch, aber ihr könnt damit auch große Traktorenreifen, für die Landwirtschaft ist das gedacht, für was weiß ich, LKW-Reifen. Also damit könnt ihr wirklich eine Menge machen. Ich weiß nicht, was machen wir als erstes? Wir gucken uns als erstes mal das Ladegerät an. Noch als kleiner Hinweis, ihr könnt das Ganze jetzt online im Online-Shop bei Lidl bestellen und bis zum 29.01. bekommt ihr mit dem Code Vielfalt die Versandkosten von 4,95 Euro. Erstattet, beziehungsweise könnt ihr sparen, wenn ihr einen Mindestbestellwert habt von 49 Euro. So, 20 Volt 8 Ampere, denke ich, spricht für sich mit 3 Jahren Garantie. Und wir haben hier ein Akkuladegerät, ein Smart-Akkuladegerät. Sprich, ihr könnt das Ganze mit WLAN steuern. Und das Ganze hat es wirklich in sich. Wie gesagt, das würde jetzt in den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt darüber genau eingehen würde, beziehungsweise ich bin eher so der Typ, der eher Knöpfe drückt, sprich Akku rein und los geht's. Ich finde die Funktion toll und mit der App habt ihr wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beispielsweise, dass der Akku dann auch zu einer bestimmten Uhrzeit loslegt und mit Laden. Das heißt, wenn ihr dann in der Werkstatt habt, dann habt ihr auch wirklich einen vollen Akku. Der Akku an sich selber hat auch nochmal eine Akkuladeanzeige mit 3 Segmenten, die dann anzeigt, ob der Akku voll ist, mittel oder ob er geladen werden muss. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Das Ladegerät müsst ihr allerdings extra dazu erwerben, sowie auch den Akku. Findet ihr aber alles unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns noch mal kurz den Akku an. Wie gesagt, ihr habt eine Ladeanzeige hier. Das Ganze könnt ihr dann auch mit dem WLAN verbinden, beziehungsweise mit Bluetooth und auch den Akkuzustand abfragen. Ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Besser haben als brauchen. Und ich denke, der Preis ist wirklich unschlagbar. So, jetzt schauen wir uns mal den Parkside Performance Schlagschrauber an. Schwarz, nicht grün. Und es kommt in einer sehr, sehr robusten Kunststoffverpackung an. Wir haben hier vorne 2 Scharniere. Und ich habe mit diesem Gerät jetzt schon gearbeitet. Ich habe als allererstes Reifen gewechselt. Sprich, ich hatte noch keine Sommerreifen drauf, beziehungsweise Steffi, und habe dann jetzt die Sommerreifen drauf, beziehungsweise Winterreifen raufgezogen. Und ich habe gemerkt, das ist echt für den Parkside-Drehmoment Schlagschrauber ein Kinderspiel. Ihr habt jetzt hier 3 Funktionen. Einmal 130 Newton, einmal 400 Newton und einmal 1356 Newton. Das Ganze wiegt 2,98 Kilo, also ist wirklich schwer, liegt aber sehr, sehr gut in der Hand. Ist schwarz, nicht grün, wie wir vom Parkside kennen, also ist Performance. Wir haben hier eine Arbeitsleuchte, sprich, wenn wir drauf drücken, dann leuchtet das hier den Arbeitsbereich aus. Das ist die eine Sache. Dann haben wir ein Zubehör, gibt es eigentlich nicht viel. Wir haben hier einen Adapter, das heißt von 1,5 Zoll auf 3/4 Zoll. Und wir haben hier 3 Stecknüsse, 19, 17, also 17, 19 und 21. Was man noch erwähnen sollte, also den Akku könnt ihr hier vorne entnehmen, indem ihr hier auf den Taster drückt. Das Ganze geht auch wirklich sehr, sehr einfach und ihr habt ein Klackgeräusch und ein Klickgeräusch. Wir haben hier nochmal einen Gürtelclip bzw. eine Aufhängefunktion und ich finde die Arbeitsleuchte wirklich praktisch. Ihr habt gesehen, ich war in einer Scheune und das war recht nützlich. Also vor allem jetzt beim Reifenwechseln bzw. beim Radbolzen lösen, das leuchtet genau dahin. Das heißt, der Arbeitsbereich wird wirklich toll ausgeleuchtet. Und dann habe ich mir jetzt überlegt für das Video, aktuell liegt er, glaube ich, im Online-Shop für 129 Euro.
Und ich habe überlegt, ja, so Reifenwechsel oder Radbolzen wechseln, ne, das macht ja, ja, das ist ja keine Aufgabe für den Kleinen hier, beziehungsweise Großen. Und ich habe mir was ganz, ganz Besonderes für diesen Burschen überlegt. Das ist nämlich quasi ein Schraubenkiller, kann man sagen, mit 1356 Newton. Ja, ist es ein bisschen ein Kinderspiel, wenn ich jetzt mal schnell mal Winterreifen oder Sommerreifen wechsle. Deswegen habe ich mir eine passende Location gesucht und habe mal ein paar Bolzen von ein paar Traktoren gelöst, beziehungsweise von ein paar Anhänger. Und unter anderem kamen auch die 1300 Newton zum Einsatz. Und das hat er wirklich problemlos geschafft. Also ich war wirklich erstaunt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und auch die Eigentümer von den Traktoren, die waren wirklich überwältigt von diesem Gerät und sagten, hey, wo hast du das her? Wie kostet denn das? Und sowas. Die kannten nämlich Parkzeit noch gar nicht. Und waren sehr verwundert und sind dann quer durch die Halle gegangen und haben gefühlt jeden Anhänger ausprobiert und die Schrauben wurden immer größer. Ich glaube, wir hatten, muss ich jetzt lügen, bis M27, ja, ich glaube bis M33 schafft er, kann er lösen oder steht in der Bedienungsanleitung. Und ja, hat er alles mit Gravur bestanden. Und ja, dafür ist dieses Gerät, also ihr könnt damit beispielsweise eure Winter- und Sommerreifen wechseln, aber ihr könnt damit auch schweres Gerät mit bedienen, Schrauben reinschrauben, rausschrauben. Das schafft er wirklich problemlos. Und das nächste, was ich euch zeigen möchte, ihr könnt natürlich auch hier große Holzschrauben reinschrauben. Das ist nämlich jetzt hier eine 400er Holzschraube. Und ich fange jetzt mal einfach an mit 130 Newton. Also hier macht er jetzt Schluss bei 130, gehen wir auf 400. Da hört er auch auf. Also er schafft es, aber nicht problemlos. Und jetzt 1356. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Mal nachsetzen. Aber wie ihr sehen könnt, die Hälfte ist schon drinne. Die Schraube wird auch leicht warm. Und für mich stellt sich natürlich die Frage, wer hat zu Hause 400er Schrauben und versenkt die in so einen Holzbalken? Das ist echt brachial, wenn man das so sagen darf. In der Regel bohrt man ja normalerweise vor, aber das hat er hier problemlos geschafft, ne? Dieser Schraubenkiller hier. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit diesem Teil hier zu arbeiten. Wie gesagt, alle Infos findest du direkt unter dem Video verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das findest du nämlich direkt hier oder dort. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Ansonsten, wenn du Anregungen hast oder vielleicht selber den Parkside Performance Drehschlagschrauber schon besitzt, dann lass es mich doch wissen, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Freitag, euer Mr. Handwerk auf YouTube. Ciao.